Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtexuki und ich begrüße euch ganz herzlich zu Call of Duty Black Ops 3 auf der Xbox One. Ja, mal wieder bin ich am Rummaulen. Böse Zungen würden sagen, du maulst nur rum. Hört nicht auf ihn, er hat keine Ahnung. Ja, wir spielen Black Ops 3. Wie gesagt, auf der One. Wir befinden uns, die Mission heißt Sandburg. Baviti, Ägypten, und ja, dann muss man so Funkstationen einnehmen und dann die nachher halten, bis 100% voll ist, das Ganze zweimal. Da kann man auch das erste Mal mit dem Jet fliegen. Ist ganz cool. Ja, das ist eigentlich eine der einzigsten Missionen, wo realistisch nicht so richtig greift. Die Schwierigkeitsstufe, ja, realistisch trifft es wirklich. Das Ganze ist so schwer, dass es in Worte nicht zu beschreiben ist. Vergisst das ganze Gedönse davor mit den ganzen CVD-Teilen, da war Veteran das Höchste. Veteran war schon schwer, aber hier ist es einfach noch schwieriger, würde ich jetzt sagen. Ich spiele es auf realistisch und man kann es diesmal auch mit 4 Freunden online spielen. Der Wookie muss das alleine spielen. Ja, jetzt bin ich, wie gesagt, bis zur Sandburg gekommen, spiele es alleine auf realistisch und dann dieses Video. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also ja, also nochmal, also mit 4 Leuten kann man spielen, der Wookie spielt es alleine auf realistisch, die Mission heißt Sandburg bei Viti Ägypten und ja, jetzt bin ich kurz vorm Schluss, habe mich auf realistisch bis hierhin durchgekämpft und nicht, dass ich das Black Ops nicht leiden kann, also am liebsten würde ich es Black Ops selber schicken und würde ihnen den Scheiß um die Ohren hauen. Das kann man nicht erklären, weil ich jetzt über Black Ops ein bisschen herziehe. Tut mir das leid, die Leute, was Black Ops mögen und das aus Zufall sehen, weil so viele Abonnenten habe ich nicht, aber das ist egal. Den Frust muss ich trotzdem kontern und dann hier jetzt weggehen. So soll es sein, pack deine Sachen und auf Wiedersehen. Das ist mir egal, deswegen sage ich trotzdem, dieses Spiel ist in der ganzen Black Ops und COD-Geschichte, MW3 und der größte Reinfall überhaupt. Nicht nur, dass ich das Gehüpfige, Slide und Gerutsche und unsichtbar und diesen ganzen Mist nicht leiden kann. Oh, die Leute, was jetzt raus und das Video immer noch anschauen, habt's weit durchgehalten. Lang durchgehalten. Es wird noch schlimmer. Ich kann es nicht sagen. Warum machen sie nicht mal einen gescheiten COD-Teil, was weiß ich, Fortsetzung von den alten Teilen, was er spricht, COD, MW2, MW3, was es alles gab. Nein, es muss dieses Gerutsche und dieser Bullshit sein. Ist ja egal. Soweit bis dahin. Ich spiele alleine auf realistisch, bin in der Mission Sandburg, Baviti, Ägypten und dann müsst ihr irgendwann mal von der Plattform springen, euch mit zum Seil. Springt nach hinten, schwingt zurück durch ein Fenster rein, so Bruce Willis-Style und müsst alle kaputt machen. Ich komme unten an und schaffe es nicht, alle Feinde zum Killen, weil es einfach realistisch ist und dann wird es gespeichert. Und dann läuft dieses Video. Es fängt nicht von vorne an, weil es im Todsein gespeichert hat. Also wenn das mal kein Scheiß ist, weiß ich auch nicht. So ein Mist, also leck mich doch du am Arsch mit diesem Scheißspiel. Ich kann es nicht sagen. Nicht nur, dass du es alleine spielst, nein, es speichert so an behinderten, verkackten, verhurten Stellen, dass es gar nicht mehr anders da geht. Also so ein Scheißdreck habe ich noch nie gesehen und so geht das dem ganzen Spiel. Es ist zwar schwer, ja, das ist es, aber es ist auf jeden Fall machbar. Es ist nicht so schwer wie Halo 5 zum Beispiel. Da ist schwer, weil die Gegner einfach gut sind. Nein, hier wirst du beim Spawnen, du wirst gespawnt, weggeschossen von irgendeinem imaginären Gegner, wo gar nicht da ist. Und lauter so ein Zeug, so geht das ganze Spiel über. Also, wem es gefällt, gut, dann hast du einen niedrigen Geschmack. Tut mir leid für dich, aber wem es nicht gefällt, schaut euch das an. Dann kann man diese Mission nicht mal mehr letzten Kontrollpunkt starten. Nein, du musst diese ganze Mission auf realistisch nochmal machen. Also so ein Scheiß. Freunde der Nacht, macht mal ein anständiges Spiel, bitteschön, und nicht diesen Scheiß, wo man online mit feinem Bogen rumspringt und den ganzen Scheißdreck, könnt ihr euch, weiß Gott, was machen mit diesem Spiel. Ja, gut, jetzt regen sie sich alle auf. Huh, was hat er denn? Ja, so soll es sein. Also mein Name ist Semtexuki, wer von mir das Spiel für die Xbox One haben will.
soll sich bei mir melden, der kann es gerne von mir haben. Ich werde versuchen, die Kampagne noch durchzuspielen. Und die, was es brauchen können, wo sie es nicht leisten können, sage ich jetzt mal, meldet euch bei mir, ihr kriegt euch von mir dieses Spiel. Also ich brauche es nicht mehr. Ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß damit. Auf die Gefahr, dass ich das Spiel nicht loswerde, weil es vorher schon alle rausgehen, weil er nur rummault. Ja, dann ist es so. Ist mir auch relativ egal. Also Black Ops, diese Programmierer an dieser Stelle, denen würde ich mal gerne was erzählen. Wenn ich wüsste, wo ich es hinschicken müsste, würde ich das tun. Das allerletzte, dieses Spiel. Also schlimmer geht es gar nicht. Denen, was gefällt, wünsche ich euch noch viel Spaß damit. Und ja, am Geschmack müsst ihr noch ein bisschen feilen. Das wird schon. Ich wünsche euch viel Spaß.